Hello. Was geht? Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe meine Rivals-Belohnung abgeholt. Wir haben wieder die 7 Siege erreicht. Da gibt es auf jeden Fall immer knackige Packs. Oder ein knackiges Pack. Und natürlich der Food Champions-Spieler, auch ganz wichtig. Koman, würde ich mich sehen. Oh, das ist Quatsch. Hä? Oh, das ist Quatsch. Wir nehmen einfach mal den Ryan mit. Und gehen jetzt direkt rein. In die Packs. Ich habe im Übrigen auch Rang 1 in den Qualifier geschafft. Da gibt es auch fette Packs. Also das war mir gar nicht klar. Wir fangen an mit den zwei seltenen Goldpacks. Let's go. Da ist normalerweise nicht so viel Gutes am Start, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Komm. Ah, immerhin eine Tafel. Ja. Ocampos. Kann sich sehen lassen. Auch wichtig, alles mitnehmen für oh, ein Shadow. Für die Icon Swaps werden wir am Sonntag ein bisschen reingehen. Deswegen gut, Erstbesitzer zu bekommen. Nächstes seltene Goldpack. Ja, das ist Quatsch. Aber wie gesagt, wir nehmen alles mit. Was haben wir da? Pulisic. Ah, halt. Wir behalten natürlich den. So. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in das Jumbo Goldpack. Ist auch noch vor den Qualifiers. Da bekommt man einfach 4 Packs, wenn man Rang 1 erreicht. Oh, Quatsch mit Soße. Avia. Okay. Ach, das ist Quatsch. Egal, wir haben jetzt noch 2 dicke Packs vor uns. Jetzt haben wir noch ein Megapack, ist auch von den Qualifiers, wie wild. Gönn. Was gibt's? Na, okay, immerhin Österreich, Sabitzer. Ist okay. Azpili. Ja. Kann man alles gebrauchen, weil Icon Swaps wichtig und richtig. So, jetzt noch das letzte Pack. Letztes Pack im Bunde. 100k Pack. Belohn mich für den Rivals-Schwitzer-Modus, Alter. Das ist ja unglaublich. Ja, es ist ein Walkout. Und es ist Manu Neuer. Geil. Jetzt haben wir den auch als Erstbesitzer. Ganz wichtiges Ding. Busquets, Parejo. Ja, ist nicht so schlecht. 286er. Ja, passt doch. Den tauschen wir direkt mal ein. Hoch damit. So, und jetzt noch ganz wichtig. Ich habe mein Team geändert. Krish Diano ist da. Wir haben unser Team geändert. Es war dringend nötig. Ich habe mir Upamecano noch gegönnt. Lasst euch von dem nicht irritieren. Der ist einfach da, weil zu wenig Geld für andere Sachen. Aber der Krish. Gucken wir ganz kurz. 26 Spiele, 28 Tore und 9 Vorlagen. Der Typ carried mich durch alles. Jota haben wir noch.
der ist auch sehr entspannt. Also Team hat sich ein bisschen was getan. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Und da können wir auf jeden Fall jetzt Rang 1 angreifen. Ja, in diesem Sinne. Samstag, Sonntag gibt's Stream. Folgt mir gerne auch auf Insta, um nicht zu verpassen, wann ich live gehe. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Fair bleiben, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.